Okay, würde ich mal sagen, stellen wir mal den nächsten PC vor, oder? Genau. Gut. Nee, halt. Das können wir, weil der hier hat hier das Sound-Dings. Moment, da will ich jetzt nochmal was ausprobieren. Und zwar, weil der ja hier die Sound-Ausgabe hat, ja. Programmieren wir jetzt einfach mal was. Wir haben ja vorhin gesagt, dass da auf dem Computer das Basic drauf ist. Und da kann man natürlich ganz einfach programmieren. Also, wenn sich irgendjemand von euch schon mit Programmierung auskennt, kennt er bestimmt auch Basic. Das ist eine ganz leichte Programmiersprache. Und wir haben hier so ein dickes Handbuch. Das ist bei dem Computer dabei. Und da stehen alle Basic-Befehle drin und die Beschreibung. Sogar auch in Deutsch. Und würde ich sagen, programmieren wir einfach mal schnell den Dings. Moment, da muss man ja auch hier erst Zeilenzahl angeben und so weiter. Ich tippe einfach mal schnell was ein. Auf der anderen Seite ist das. Gehen wir mal weiter hier in dem Handbuch. Da ist doch irgendwas gewesen. 239 mal 200, 15, 1, 2, 3, 2. So, und das Programm lasse ich jetzt laufen. Ich weiß nicht, kann man das hören hier? Ich bin begeistert nicht mehr. Ja gut, das war natürlich jetzt schnell. Also für die etwas Fortgeschrittenen ist natürlich hinten in dem Buch dann auch wirklich noch teilweise 10, 20 Seiten Quelltext drin, wo man dann wirklich ganze Spiele selbst programmieren kann. Kann man sich dann abtippen? Ja, ich habe das auch mal probiert. Nach der fünften Seite hatte ich irgendwo einen Tippfehler drin und das zu finden ist natürlich dann mit die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber an den anderen Computer. So, wir sitzen jetzt am zweiten Tisch. Hier haben wir den Commodore 1280, das ist praktisch der Nachfolger vom C64. Ja. Hauptunterschied zu den anderen Geräten ist die Disketten. Wieder eine andere Form, die sind 5¼ Zoll Disketten. Die kennen wir auch vom normalen PC, die älteren Diskettenlaufwerke hatten ja auch noch diese Größe. Die haben halt einen Vorteil, die sind leicht. Ein Nachteil, sobald man die knickt oder sonst irgendwas, sind die halt hinüber. Deshalb stecken wir sie mal wieder besser ins Laufwerk. So, okay, und mit dem PC selbst, mit dem Commodore, haben wir eigentlich die gleichen Möglichkeiten, sag ich mal, wie da drüben zum Beispiel mit dem Schneider-PC. Genau. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viele Disketten zu Hause gefunden, also mit Spielen oder so, können wir jetzt leider nicht mehr aushelfen. Aber was da vielleicht noch zu erklären wäre, dass das hier eigentlich, ja, erstmal so, wie man mit dem Computer einschaltet, ist es so ein normaler Modus und dann kann man den in den C64-Modus umschalten, dann hat er mehr Speicher und ist auch schneller und es gibt auch mehr Farben und so. Ne? Genau. Da muss man dann allerdings was eingeben, da gibt man Go 64 ein. Are you sure, fragt er mich, sind Sie sicher? Yep. Yes. So, und jetzt schaltet er den Modus um. Ja, jetzt ist das Bild auch blau, sieht man wahrscheinlich jetzt schlechter auf der Kamera. Das ist aber jetzt dann der 64. Genau, also von den Leistungen her und auch vom Alter sind die Geräte fast gleich. Der hat aber auch nur 64K. Genau, also vergleichbar mit diesem hier. Aber wobei die Spiele gibt es eigentlich, sobald die hier drauf sind, das sind die auch für den, Commodore erschienen. Und die sind auch, wie gesagt, von der Leistung her komplett. Und auch auf den Disketten passt natürlich um einiges mehr drauf. Ne? Das ist ja wie beim PC dann 1,2 Megabyte müssen das sein, oder? Nee, also damals noch nicht. Damals noch nicht? Es war anscheinend weniger, aber also wie gesagt, die sind praktisch fast identisch. Die hatten auch damals, diese ganzen Geräte hatten auch keine eigene Festplatte, sondern die haben wirklich nur von Disketten gelesen. Und gut, also Festplatte wäre halt schon nützlich gewesen, aber mit Disketten für den Datenmengen hat das vollkommen ausgereicht. Okay. Ja, wie gesagt, Spiele hätten wir euch jetzt gern vorgestellt. Programmieren kann man hier ganz genauso, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so interessant. Wir schalten dafür jetzt einfach mal um auf unser nächstes Gerät und das ist hier unser Nintendo Entertainment System. Weißt du noch, wann der rausgekommen ist? Können wir da hier hinten die Kamera mal sehen? Genau, also das NES hier habt ihr vielleicht auch zu Hause oder zu Hause gehabt. Viele Leute haben es auch schon verkauft. Und ja, mal schauen hier die Spiele. Das hier zum Beispiel, das ist so von 1990. Das ist Pinball. Wir haben hier noch interessante Spiele, mal gucken, was ist denn gerade im Laufwerk? Ah, im Laufwerk ist so eine Kassette, da können wir drei Spiele gleichzeitig spielen. So, schalten wir unseren Fernseher auf NES um, dann schalte ich mal das Gerät ein.
So, auf der Kassette haben wir jetzt drauf Super Mario, Tetris und World Cup. Das ist so ein Fußballspiel. Das wollen wir mal spielen. Genau. Können wir erstmal Mario antesten, genau, oder? Hast du hier den zweiten Controller, der liegt hier oben? Da können wir nämlich auch zusammenspielen. Also der Nintendo kam ja nicht gerade viel später raus als der, du musst drücken, als der Commodore etc. Das heißt, hat quasi die Computer mehr oder weniger abgelöst, dadurch, dass es halt einfacher zu handhaben war. Von Grafik her ist es schon ein bisschen besser. Ja. Also er stellt natürlich um einiges mehr Farben dar. Genau. Gehen wir auf Zwei-Spieler-Spiel über Select wahrscheinlich. Ja, Select. So. Select, genau. So, und jetzt fängt es auch an. Dann können wir, also zuerst spiele Mario. Das wäre dann er. Und du musst jetzt einfach mal spielen. Brauch ein bisschen Ton vielleicht noch irgendwie. Ton? Ja, Moment. Die hatten auch schon ein bisschen besseren Ton als die Schneidergeräte jetzt. Ja, geht ja über den Fernseher. War jetzt ein bisschen leise gestellt, leider. Genau. So, mal schauen hier. So, jetzt also holst du den Pilz. Die Auflösung ist auch schon höher als auf den anderen Geräten. Ja. Die konnten noch nicht so viele Farben auf dieser Auflösung darstellen. So, jetzt habe ich mich erwischen lassen hier. Also das kennt Mario, kennt bestimmt jeder in irgendeiner Form. Ja, gibt es auch in verschiedenen Abwandlungen, genau, auf dem Computer. Gab es auch für den Game Boy später, ja, Super, genau, Nintendo. So, jetzt spielt der Luigi hier. Die Controller sind schon ein bisschen alt und deswegen lässt sich das nicht schwer spielen. Ich habe ja auch schon mal in einer der letzten Sendungen Emulatoren für den PC vorgestellt. Und da haben wir auch einen NES-Emulator laufen lassen und da habe ich auch Mario gespielt. Genau. Oh, wollen wir zum nächsten Spiel wechseln? Ja. Genau. Genau, ich halte einfach mal aus hier. Hier Wrestling. Ja, Wrestling, genau. Das hat eins der neueren Spiele, glaube ich, schon. Die Kassetten kann ich übrigens auch nochmal zeigen. Das sind hier so große Kassetten. Da drüben die Kamera. Und ja gut, die sind ziemlich dick. Da drin ist halt ein komplettes Betriebssystem in der Kassette selbst drin und das ist eigentlich nur so eine Platine. Da ist kein Festplattenspeicher oder sonst irgendwas und deswegen hat man beim NES-Gerät auch so gut wie überhaupt keine Ladezeiten. Wähle deinen Spieler aus. Ja, ich spiele einfach irgendein. So, jetzt spielen wir hier Wrestling. Okay. Mal gucken, welche Figur da. Ja! Aua! Nee, jetzt hast du mich. Nee. Nein, du hast mich eben flach gelegt. Okay. So. Ah! Also, man hat hier, man hört es im Hintergrund, das Klatschen der Zuschauer, falls man es Klatschen nennen kann. Man hat hier halt versucht, mit einfachen Mitteln realistische Töne nachzuahmen. Also der Spielspaß ist halt schon ein bisschen höher, weil man auch zu zweit spielen konnte und nicht viel lange rumtippern musste. So, jetzt mache ich dich aber fertig. So. Die Controller sind natürlich auch nicht mehr. Jetzt wissen wir auch, warum die Controller nicht mehr so gut sind. Ja, hat einer zu oft Wrestling gespielt. Da kann man auch hier oben drauf klettern. Moment. Kletter mal oben drauf auf den Pfahl, muss einfach immer hochdrücken. Ja, jetzt stehst du mitten im Weg. Warte mal, ich gehe mal darüber. Steig mal hier auf den. Genau, dann musst du hochklettern und kannst, okay, du nämlich dann. Ja, steh mal auf. Ich kann nicht. So, jetzt komme ich nämlich mal hier hin. Jetzt ist er wieder runtergestiegen. Jetzt musst du drücken. Ja, ich drück doch. Okay, jetzt habe ich die umgeschmissen. Genau. Jetzt musst du runter und B drücken und dann hast du mich in der Mangel. Runter und B. Jetzt sofort gelangt. Darf ich mal? Die Controller funktionieren nicht immer so, wie sie sollen. Ja. Naja, okay, lassen wir das. Nee, wahrscheinlich musst du noch ein bisschen weniger Punkte haben. Ja. Ich drehe dich einfach noch mal ein bisschen. Ist natürlich alles so Show bei Wrestling, ihr kennt das bestimmt aus dem Fernsehen. Genau. So, jetzt drücke ich aber mal. Jetzt habe ich dich. Nee. Jetzt aber. Ja, der Michel kann das, der lässt mir überhaupt keine Chance mehr. Es geht irgendwie nicht so. Es gab natürlich auch noch ein bisschen friedvollere Spiele für den Nintendo, zum Beispiel Kirby, das wird wohl jeder kennen, vom Game Boy vielleicht auch. Ja. Oder das Snake Rattle and Roll. Klappt irgendwie nicht so. Ja, nochmal. Der Spielespaß ist halt da auch wirklich nur für Fans, denke ich mal. Ja. Genau. Ja, und damit wäre dann die CPU Show Classics beendet. Tschüss. Wo wollt ihr denn hin? Lauft doch nicht weg, geht doch gleich weiter.